Ja, aber gut. Alles klar, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Demo von Banners the Mountain. Wir graben uns in ein Berg durch und müssen uns vor Orks verteidigen. Hier startet gerade unser Königreich, vielleicht hier oder so. Wird gerade generiert. Denkt dran, morgen Stream Party. Stream Party? Dieses Schwein auf meinem Kopf, ne? Muss ich mir jetzt hier eins aussuchen? Ne, Vorschau. Ah, ich muss auf Play. Ah, wir können nochmal generieren. Okay, hier ist vielleicht unser Ziel oder so. Hier fangen wir anscheinend an. Wir drücken einfach mal auf Play. Wir wissen, unten rechts ist irgendwas, oben links ist irgendwas. Und je nachdem, wie das jetzt ist. Dienstagabend. Nicht Stream-Party, sondern Let's Fun-Format. Also ein YouTube-Format. Nicht im Stream, sondern auf YouTube. Das Schwein weiß noch gar nichts davon. So, Beginn. Mein König, das Herz des Berges lügt. Okay, hier sind wir. Es ist auf jeden Fall ein Strategie-Rollenspiel. Kann ich mit WASD? Ja. Okay, was müssen wir machen? Tag 1. Wir haben 6 von 10 irgendwas. So, ein Minenleger, ein Ingenieur und ein Minenleger. Okay, der kann hier also rumbuddeln. Eine Karte wäre schön. Also entweder ist ja hier oben etwas oder hier unten etwas. Guck mal, da ist irgendwas. Treppe hoch. Lass uns doch mal dahin buddeln. Du auch. Ach, die kommen alle. Okay, hier kann ich sagen, erstmal weg. Okay, der jetzt vielleicht nicht unbedingt. Mach erstmal das hier alles weg. Oder warte mal. So, wir haben jetzt einen Stein gekriegt. So, 19. Kostet das 4 Gold oder kriegen wir 4 Gold? 8 Tage sind die schon dabei. Bei diesem Spiel muss man sich erst reinfuchsen. Nein, wir müssen uns da reinhasen. Okay, hier haben wir unseren Bornhold Eisenschild. Und die sind hier fleißig am Ausbauen. Mit Steinen. Okay. Und dann haben wir hier unten noch so Icons, die wir bauen können. Laternen. Okay, ich will aber dahin. Das heißt, wir müssen den hier wegmachen. Und den wegmachen. Aber wir kriegen kein Gold dazu. Hier würde ich sagen, hier ist eine Treppe. Okay, wir machen mal ein paar Laternen. Kann ich drehen? Rotaten. Kann ich auf R rotaten? Ja. Dann mache ich doch mal einfach so eine Laterne jetzt hier hin. Ach, guck mal. Die machen Steinetrupp an die Erde. Also verstärken quasi die Erde. So. Dann mache ich hier auch mal einen. Die Dungeon Keeper ist das Spiel oder wie Dungeon? Ja, habe ich noch nie, habe ich auch noch nie gespielt. So, was haben wir hier? Irgendwie haben wir hier gar nichts. Muss ich da vielleicht irgendwas hinbauen? Okay, wir brauchen auf jeden Fall Platz, wie es aussieht. Das heißt, wir machen hier jetzt erstmal alles weg. Sollen die erstmal hier richtig rumbuddeln? Wir brauchen richtig Platz. Guck mal, das kostet aber auch alles unterschiedlich, ne? 8 Arbeitskräfte und so. So, hier haben wir eine Mine oder so. Ich sehe auch einfach nichts, ne? Wir brauchen mehr Laternen. Dann machen wir den. Ich meine, den haben wir genau hier gemacht. Dann machen wir den hier.
Und den eigentlich hier hin. Der muss auch weg. Und der. Und der natürlich auch. Und der und der. Und hier haben wir auch noch so ein komisches Ding. Okay, gut, dass es ein Tutorial gibt und wir einfach wissen, was was ist. Auch wenn ich hier mit meiner Maus rübergehe. Achso, dann sehen wir doch, was das ist. Ich muss nur stillhalten. Ein Haus. Mit 5 Populationen. Miner und Jingelstein. Oder soll ich ihn jetzt einfach hier so hinklatschen mal? Komm, ich klatsche ihn mal dahin. Ah, wir haben kein Gold mehr. Jetzt brauchen wir Gold. Und hiermit können wir auch so Eisenstrecken machen. Wie bei Corekeeper. So Eisenbahnstrecken hier so. Und dann kommt so ein Endding. Okay, und hier... Produziert ein Unit auf Futter alle 20 Sekunden. Ich glaube, das ist wichtig. Dass wir Essen haben, oder? Ruhen. Futter. Im Moment haben wir gar kein Futter. Also sollten wir uns Futter anschaffen, oder? Hier so in die Ecke. Geht nicht. Oh, da werden wir angegriffen. Weg, 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 weg. Okay, was ist das? Ach, hier ist das mit der Straße. Hier. Stairs. Das muss bestimmt hier hingebaut werden. Darfst du da hin? Ja. Nee. Okay, können wir irgendwas gegen die machen? Nein! Geh da weg! Nein, geh da weg. Mach mal lieber hier weiter. Ach, guck mal, hier bringt gar keine Laterne was. Von da kommt nichts. Okay, hier müssen wir eigentlich wieder zumachen, ne? Hier müssen wir eigentlich irgendwie wieder... Hier. So? Oder? Nee, warte mal. Kann ich das auch wieder abreißen? Demolition. So eine Barrikade, glaube ich, reicht, oder? 25.000 Heal. 350 Heal nur. Weil irgendwann wollen wir da ja auch wieder hin. Was ist der Unterschied zwischen den und den? Barrikade? Barrikade. Diagonal. So. Vielleicht reicht das ja, wenn wir das einfach nur so machen. Aber das muss auf jeden Fall alles hier weg. Weg, weg, weg. Alles weg. Weg mit dem Müll. Oha, 3 Clips schon. Ist das richtig, Schwein? Hast du 3 Stück gemacht? Und vielleicht... Haben wir hier, oh, oder Fallen. Wir können hier auch Fallen hinbauen. Okay, wir haben... Dafür fehlt uns ein Workshop. Aber dann könnten wir hier Fallen hinbauen. Falls die kommen sollten... Jetzt rede ich ab. Alter, mein Zucker ist auf 65. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nicht, was ist gut und was ist schlecht. So, da packen wir jetzt erstmal eine Taverne hin. Und hier erstmal eine Lampe. Geht nicht. Dann packen wir hier erstmal eine Lampe hin. Was ist hier? Spinnen? Hier sind Spinnen. Formation. Okay, und hier gibt es auch verschiedene Flure. Also Etagen. Ist unter... ja, richtig mit 3 Klips. Okay, alles klar. Ich spinne. Es sind definitiv Spinnen. Schön mit der Spitzhacke in den Arsch von diesem Käfer. Okay, was haben wir jetzt hier? Hier können wir neue Minenarbeiter bauen für 50. Neue Minenarbeiter bedeutet mehr abbauen. Und vor allem auch mehr Kämpfer. Ja, komm mal, die
greifen ja alle schön an. Wir brauchen Gold. Gold kriegen wir doch durch die Wände, oder nicht? Fünf Gold, oder nicht? Wir haben ein Gold nur. Wo sind eigentlich meine ganzen Bauarbeiter? Wir haben nur noch zwei. Oh, wir haben doch ihn hier zum Töten. Kannst du auch abbauen? Aber mit denen können wir rumlaufen und töten. Mit unserem König hier. Oder nicht? Kommen wir gar nicht mit, Lull. Free Cola trinken? Weil wir hatten drei Bauarbeiter. Irgendwas passiert gleich. Multiple Greenscreen Feuer. Ich glaube, gleich greifen uns irgendwelche Orks an. Wir kriegen aber kein Gold zusammen. Obwohl wir die Dinger abbauen. Okay, das Ding hat eh kein Gold. Komm, den werden sie ja wohl alleine schaffen, ne? Papa kommt! Du raus! Papa erledigt! Okay, ich kann mit denen nicht richtig wirklich angreifen. Da, Freund kommt zur Hilfe. Wir kriegen kein Gold. Okay, wir haben jetzt hier irgendwas. Der König. Wir haben jetzt Fähigkeiten, oder was? Huch! Aus Versehen benutzt einfach. Okay, für 10 Sekunden mehr Damage jetzt. Egal, habe ich jetzt einfach mal gemacht. springt hoch. Mehr Schaden und mehr Crit. So. Mehr Schaden und mehr Crit klingt doch gut. Und jetzt ja. Jetzt hau tot. Patsch. Hier sind auch so Spinneier, die blobbeln auf gerade. Okay, das Kampfsystem ist noch ein bisschen so fragwürdig. Also ich kann hier auch nicht speziell jetzt irgendwie anklicken zum Attacken. Und wir kriegen... Oh, wir haben Gold zusammengekriegt. Okay. Bubble, bubble. Okay, er kriegt ordentlich auf die Mütze. Greif doch erstmal ihn hier an. Und dann greif erstmal ihn hier an. So, und jetzt... Nochmal schreien. Ah! Ah! So, und was können wir jetzt hier machen? Was trinken, oder was? Produziert Futter. Was können wir mit dem Futter machen? Zum Heilen. So, jetzt gehen wir mit den Kollegen hier ein Trinken, oder was? Oder kriegen wir automatisch Heal? Wie kriegen wir denn jetzt Heal zusammen? Jetzt haben wir gleich 10 von 10. Zack, 10 von 10. So, nu. Gleich kommen irgendwelche Orks. Wir können nichts bauen, wir haben kein Geld. Was machen meine ganzen Miner hier? Und die bauen die ganze Zeit den König, das Königreich aus, ne? Also die Wege hier. Auch interessant. Wie bei Corekeeper. So, wie kriegen wir ihn denn jetzt aber geheilt? Oder wenn wir gleich eine Überfütterung hat, also statt 11. Kriegen auch irgendwie kein Geld zusammen, ne? Ach so, wegen den Eiern, dieses Wubbelbubbel. Okay, ich gehe mal mit dem. Kann ich mithacken? Kann ich nicht, ne?
Guck mal, das Gold ging auch gerade weniger. Ah, die müssen das Gold nach Hause bringen. Die haben das Gold in the Tash. Dicke fette Monsterschlangen. Die spucken. Okay. Und die Ingenieure, die machen auch einfach, ne? So Sachen. Ihr Ding. Aber ich kann doch jetzt nicht nur Laternen machen. Da greifen die Orks an. Ja, da haben wir ja schon verloren. Wir müssen gleich eine neue Runde machen. Ich weiß nicht. Was wäre denn eine andere Strategie? Also wir müssen auf jeden Fall Wände ausbauen. Oder nicht? Und dann irgendwie auf jeden Fall mehr Miner machen. Oder? Dann, dass wir mehr minen können halt. Und ich bin schon auf normal, ne? Ultra. Okay, wir machen noch eine Runde nächste Folge. Und dann, jetzt haben wir es ja schon so ein bisschen kennengelernt. Und nächste Folge räumen wir dann richtig ab. Also, bis morgen. Wo war mein Becher? Ich mag keine Fanta. Also nicht mehr. Früher habe ich diese Les Mona so gerne gesüffelt. Aber ich glaube immer so im Hochsommer eher so, ne? Wenn man richtig Durst hatte. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Banners the Mountain. Also, ich glaube, wir müssen hier unten müssen wir hin. Und wir fangen hier an. Und müssen hoch, links, hoch. Ich glaube, hier ist so... Weiß ich nicht, was da ist. Entweder müssen wir hoch, links, hoch oder runter, rechts, runter. Also entweder müssen wir von hier nach hier oder von hier nach hier. Ich glaube aber, wir müssen von hier nach hier. Und auf Etage 3 ist dann das. Das sind 4 verschiedene Flure. Entschuldigung. Also, Play. Wir gucken mal. Jetzt haben wir aber voll den Dreh raus. Richtig Schwein da oben? Richtig. Schwein geht mir recht. Eigentlich muss ich mich auf so einen Körper packen, ne? Auf so einen Hasenkörper, oder? Wäre auch lustig, oder? Wenn jetzt hier unten so ein Karnickel wäre und ich bin so als Kopf oben drauf, so. Wie so ein Tierwerk so. So, beginning. So, wir sind jetzt hier. So, der Krieg wird kommen. So, und entweder so hoch, links, hoch. Also hier oben irgendwo, oder nicht? Okay, Leute, erstmal baut die hier ab. Wir machen erstmal hier, erstmal außenrum, ne? 2 Steine und so. Was machen wir mit den Steinen? Kann man die Steine verkaufen oder so? Ach, wir brauchen gar kein... Ach, lol. Nee, Camping. Vielleicht hier, wenn wir Eisen haben, dass wir die Spitzhacke verstärken. Aber dieses Haus, Maximum um 5, das brauchen wir ja noch gar nicht, ne? Mining Camp. Hier haben wir 300 Gold einfach verschwendet vorhin. Also in der letzten Folge. Weil, den haben wir ja schon hier. Den Mining. So, mit dem König gucken wir uns mal eben ein bisschen um. Also hier ist Endstation. Hier ist Endstation. Guck mal, hier ist doch Futter. Kann man das nicht mitnehmen oder so? Hier oben höre ich irgendwas. So, wir brauchen 50 Gold pro Miner. Ich hole noch 2 Miner, dann haben wir 5 Miner. Dann haben wir noch 400 Gold.
Warum sind die eigentlich braun und die sind blau? Guck mal, hier ist zum Beispiel richtig viel Gold. Leute, hier ist richtig viel Gold. Hier, mach du mal den. Da ist richtig viel Gold. So, mit dem König laufen wir erstmal rum, bis wir irgendwie was finden oder so. Erstmal ein bisschen umgucken. Ja. Okay, also ich würde sagen, wir fangen doch in diesem Kreis an. Und jetzt gehen wir ja runter, rechts, runter. Das heißt, hier unten finden wir gleich irgendwas. Na, ein großer Raum mit nichts. Okay. Hier ist einfach irgendwie Ende. Ich komme ja auch nicht weiter nach links. Hier ist nichts. Nix. Also auch keine Gegner und nix. Ich glaube, wir dürfen auch die Gegner einfach nicht freilegen, oder? Haben wir hier überhaupt irgendwelche Gegner? Also hier haben wir zum Beispiel einen Hohlraum. Das heißt, hier könnten zum Beispiel Gegner hinter sein, ne? Oder hier zum Beispiel. Oder hier. Okay. Hier haben wir zum Beispiel auch richtig viel Gold und hier haben wir auch richtig viel Gold. Sind die am Sammeln? Ja. Das heißt, wir holen uns jetzt noch einen Miner. Noch zwei Stück. Und dann haben wir 10 von 10. So, er verstärkt die. Er versteckt die mit Steinen, ne? Kann das sein? Nee, wir haben immer noch 12. So, dann lass mal weiter gucken. Also, was haben wir hier? Hier haben wir Kämpfer, ne? Wahrscheinlich. Ja. Militärische Units. Solange wir noch keine Gegner haben, brauchen wir eigentlich auch keine Military. Das ist für Wound. Workshop. Für die Fallen. Forces. Alle 60 Sekunden ein Eisen. Den. Boah. Renn damit, renn damit. Den batsche ich jetzt aber hier hin. So, dann kriegen wir wenigstens schon mal Eisen. So. Hier haben wir. Das ist ein Tresor. Ja, und Futter. Produziert Futter ist, glaube ich, auch wichtig. Wofür auch immer. Aber ich denke mal, Futter werden wir brauchen. Also machen wir eine Futterstation direkt daneben. So. Eisen wird produziert. So, jetzt könnten wir natürlich gleich noch ein Häuschen bauen, damit wir mehr Miner haben. Mehr Miner bedeutet wiederum größeres Königreich, mehr abbauen, mehr Gold. Richtig? Richtig. Aber wir wollen unsere Miner ja auch noch verstärken. Und zwar brauchen wir dafür 5 Eisen. Warum ist hier eine Fahne? Achso, weil ich gesagt habe, die sollen da raus. Ah, okay. Ich kann auch sagen, die sollen da einfach raus. Okay, alles klar. So, mit den Dingen kommen wir halt eine Etage tiefer, wenn wir das da oben hin batschen zum Beispiel. Guck. Jetzt sagt er auch hier, hier,
Also hiermit können wir halt weiter runter. Aber wir sollten erstmal diese Etage hier clear machen, oder? Hier zum Beispiel noch. Hier vielleicht noch nicht, weil sonst kommen hier irgendwelche Tiere durch, weil hier scheint keine Doppelwand zu sein. Wir brauchen Doppelwände. Also hier zum Beispiel könnte... Diese Wände könnten alle weg, aber die bringen halt auch kein Geld, ne? Na gut. Ein Eisenerz. Ja, jetzt heißt es warten, ne? Eine Taverne erhöht das Fressen und gibt einen Punkt auf 4. Okay, wir holen uns erstmal ein Häuschen jetzt. Damit hier mehr Leute wohnen können. Also 5 neue Leute bedeutet ja erstmal 5 neue Miner. Und dann brauchen wir, also wenn die Gegner kommen, wenn Spinnen kommen oder so, brauchen wir auf jeden Fall die Militär, ne? Ach, hiermit kann man auch Booten machen. Für hier, für die Abgründe. Ah, okay. Oder Steinbrücke. Fischerdeck. Okay, dann gibt es Wasser anscheinend auch noch. Hier ist noch Gold. Okay, wir haben jetzt 5 neue Plätze. Das heißt, wir holen uns 5 neue Männigen. So, baut man das hier alles ab. Brauchen eigentlich Dinger, wo Geld ist, ne? Ach so, das ist priorisiert. Guck mal. Oh, was ist passiert? In 26 Tagen werden wir angegriffen. In 26 Tagen werden wir angegriffen. Okay. Und hier ist halt Gold drin. Aber guck mal, hier ist auch so ein Leerraum. Ja, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch ein Haus. Damit wir gleich 5 neue, also Militär bauen können dann, ne? Und wir brauchen unbedingt Kohle. Also hier ist so ein bisschen Kohle drin, ne? Aber damit legen wir hundertprozentig irgendwelche Spinnen frei. Stimmt. Schwein gibt mir recht. So, 20 Leute. Brauchen wir 400 Gold. Ja, jetzt kommen ja erstmal neue Leute hier. Ja? Neue Leute bedeutet ja erstmal grundsätzlich schneller abbauen, schneller Gold. Hängt da schon was? Nee. Ich meine, selbst wenn eine Spinne kommt, haben wir doch genug Minenarbeiter, die das... Okay, jetzt können wir das Militärgebäude bauen. Ja, dann müssen wir auch mal hier alles weg. Batsche ich den jetzt erstmal hier rein. Wir haben ja hier einen Eingang. Damit wir Militär bauen können. Ja, oh, guck mal, da ist auch schon eine Spinne. Guck mal, hier ist auch schon eine Spinne. Spinne, Spinne.
hier kommt ja auch noch der letzte Minenarbeiter. Okay, Minenarbeiter haben wir jetzt auch wirklich genug. Also 15 Leute. Aber die brezeln sich hier einfach so durch. Alles gar kein Problem. Auch hier werden die jetzt einfach alles wegklatschen. Ich kann auch ein bisschen rauszoomen. Ah, die FPS gehen aber ganz schön runter, ne? Warte mal. Wenn ich jetzt nur hoch mache, statt Ultra. Haben wir ein bisschen mehr FPS, oder? Guck mal hier unten. Passiert inzwischen da und da. Ah, das sieht man. Guck mal, man sieht schon ein bisschen den Unterschied, was Licht angeht auf jeden Fall. Close. Bum, 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 bum. So, Militär. Und jetzt batschen wir hier Axguard, ein paar Warriors. Einfach ein paar Warriors hier. Zwei. Ist ja nicht viel, aber... Gleich kommen die. Und ich gehe mal davon aus, die kommen von hier unten, oder? Von diesem Weg. Dass deswegen dieser Weg hier ist. Also die werden von hier kommen, ne? Deswegen ist hier dieser Weg. Und da macht man normalerweise dann die Fallen bestimmt. So. Da kommt die ganze Mannschaft. Okay, wir haben 6 Eisen übrigens. Das heißt, wir können ja jetzt... Aber wir haben kein Geld dafür, ne? 100 Gold brauchen wir. Dann sind die schon mal stärker. So, sie kommen. 10 Gegner kommen. Safe kommen die von hier unten. Ja. Warte, bevor es losgeht. 25% Chance, den... die Attacke nochmal zu wiederholen oder so. 70 Damage auf einer Linie. Das finde ich auch krass. Ohne... Ja, was nimmt man denn da? Ein Kriegsschrei für die anderen natürlich wieder, ne? Okay, ich nehme mal den. Und den. Den hat er auch beide passiv. Die machen wir doch easy, oder? Soll ich sagen, die sollen auch noch alle mit angreifen? Attacke! Oh, der König stirbt gleich. Das macht sie fertig. Ey, lass sie wegrennen, finde ich scheiße. Okay. Wir brauchen... Sperre oder so. Gibt es sowas? Longbird. Okay, wir haben eine neue. Sprinten zum Beispiel. Ich meine, die rennen ja immer weg, ne? Oder Blutung. Ne, Blatt. Ist Blatt Blutung? Ne. Attack Speed. Ja, oder so Wirbeln, wenn es so viele sind. Ist ja auch wieder passiv. So,
alle Gegner tot. Easy. Und jetzt können wir das hier verbessern. Und jetzt können wir uns weiter ausbauen. Unsere zwei Leute und unseren König versammle ich mal eben hier. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir jetzt aber Fressen? Hiel dich in der Taverne. Achso, ich habe noch gar keine Taverne gebaut, deswegen, ne? Wir können uns nicht heilen, weil wir noch keine Taverne haben. Das macht natürlich Sinn, ne? Und davon haben wir 3 Stück verloren. Wir hatten mal 3 Stück mehr. So. Vor allem hier unten ist das ganze Geld, ne? Was jetzt denn schon wieder? Eine Armee kommt in 26 Tagen. Keine Armee haben. Kann ich nicht ganz entspannt spielen? So ohne Armeen? Ja, wie ist denn so Eindruck von The Game? Was sagst du, Schwein? Ich verstehe das mit dem Blau und Dingsen noch nicht so. Was blau heißt und so. Blau. Aber wenn ich hier nichts blau habe, teilen sie sich dann auf? Also blau würde ich sagen, dass das Priorität hat oder so. Oh, ist ganz nice. Findest du? Ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, vom Gefühl her würde ich sagen, ich mache da irgendwie noch was falsch. Also, ich sollte meine Zeit auf jeden Fall nicht verschwenden. Hä? Warum ist einer tot? Nein, hier oben! So viele. Was machen die da? Wo rennen die hin? Lass doch mal den einen da in Ruhe. Attacke. Ah, ne, ihr nicht. Attacke. Also, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, man sollte nicht so viel Zeit verschwenden, um zum Beispiel hier so die Ränder abzubauen. Also sowas hier, weil die geben halt nur 8 Gold und so. Eher so die 100er abbauen. Und wir können immer noch keine Taverne bauen. Guck mal hier zum Beispiel, das ganze Gold, hier auch, das muss alles weg. Das hier muss alles weg. Hier ist das ganze Gold. So, was brauchen wir hierfür? 10. Explosiver Experte. Den haben wir auch noch gar nicht, ne? Kostet der dann? 125. Auch zum Meinen da. Okay, die kommen ja gleich wieder von hier unten, ne?
Da kommt schon die nächste Horde. Die andere Horde ist noch gar nicht da. Da kommt schon die nächste. Okay, die Taverne haben wir schon mal. Aber wir haben auch, wir haben einfach kein Geld. Ich brauche eigentlich neue Leute. Leute, baut ab. Abbauen hier. Money, money. Ja, das sein lassen. Das sein lassen. Was macht ihr da? Oh, ich habe doch gesagt, ihr sollt da nach unten. Die Leute kommen. Ja, jetzt scheren wir sowieso. Das war's. Ich glaube, vielleicht sollte man auch Fallen bauen, oder? Oder wenn man zumacht, Barrikaden. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich meine, die kosten nicht viel. Die laufen einfach an dem vorbei. Habe ich hier irgendwie was mit Heal oder so? Hier mit 70 Schaden pro. Warum können wir sowas nicht benutzen? Mining. Der König stirbt jetzt. Hmm.